Ich habe noch nicht gewonnen. Ich habe noch nicht gewonnen. Okay, soweit können wir mal speichern. Vielleicht wird es besser, wenn ich ganz oft irgendwo hinklicke und sie sich doch nicht bewegen. Ey, die sind so blöd, um die Fahrzeuge rumzufahren, ey. Berg des Todes. Bündel die Einheiten, ja. Geil. Geil. Echt. Kriegt mir irgendwann mal eine Fähigkeit, alles einzuebnen. Ansonsten sehe ich schwarz für die Zukunft. Oh Gott. Einfach nur nee. Na, da oben baue ich Kaffeebrücken so hin. Nee, das ist mir jetzt zu viel Arbeit. Reparieren! 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 So, 2 Stunden später seid ihr eigentlich fertig. Boah, wie das immer so aufploppt, so. Das finde ich cool. Pff, fertig, baut, los. Den lassen wir schön stehen. Alles ist gut. Ja, ja, ja. Das ist dann Konstruktion nur abgeschlossen. So, Artefakt nehmen wir mit. Artefakt wurde gefunden. Höhle nehmen wir auch noch mit. Fein, fein, fein. Was ist das? Nein! Missionsziel erreicht. Missionstimer aktiviert. Habe ich gerade umentschieden, das Artefakt nehmen wir doch nicht mit. Ach, so ein Mist. So ein Mist. Scheiße. Missionstimer aktiviert. Gruppe 1, meldet. Gruppe 3, meldet. Ja, genau. Verkeilt euch doch nur da drin. Ich hasse euch so sehr. Ich hasse euch. Geht's vielleicht ein bisschen schneller? Nein. Vergiss es. Können auch mit GPS das kaputtes fahren. Oh. Ja, fahrt voll in die Einheiten. Nein, fahrt nicht irgendwie da so aus rum. Nein, fahrt voll rein. Puh. Los, Crash, yeah, der Crash Dummy. Keine Ahnung. Blutmassaker, yeah. Was laber ich da schon für Mist? Konstruktion abgeschlossen. Oh ja, gut. Was soll ich dazu noch sagen? Bringt ja eh nichts. So. Wir bauen, einen CB-Turm. Warum nicht? Wollen wir dahin. So Fernlicht oder so ist das bestimmt, oder? Mit was die da leuchten. Forschung abgeschlossen. Ja? Ich kann noch mehr erforschen. Oh, MK3, ja. Kommen wir bald bei 80%igem Zeug an, ey. Das zündet nein, du. Das zündet nein. Wie lange nehme ich überhaupt schon wieder auf? Keine Ahnung. Mir egal. Ich habe nichts vor. Konstruktion abgeschlossen. Bin jetzt so pfeife, die arbeiten muss. So, noch ein paar. Die sind ja da. Schade, dass es kein so Mission beenden-Button eingeblendet wird, wenn man alles erfolgreich gemacht hat. Das wäre cool. Konstruktion abgeschlossen. Dann könnte man auch nochmal in Ruhe forschen und wegen Energie tanken. Konstruktion abgeschlossen. Ein paar Einheiten bauen. Brote schmieren. Panzer neu anmalen. Oh mein Gott. Konstruktion abgeschlossen. Ja. Oh, die Einheiten zu reparieren, das ist wie, keine Ahnung, mit einer Frau Schuhe kaufen gehen, einfach schrecklich. Konstruktion abgeschlossen. Oh Gott, das war jetzt rassistisch, ne? Ach, mir egal. Vain. Naja, sollte reichen, was ich da unten hab. Ja, nee, da oben baue ich bloß eine Karabaturplattform. Ich komm da eh nicht drauf. Oh, breit genug.
brauche noch wegen Flak. Flarakak. Aber die sind echt genauso nutzlos wie in Command & Conquer 1, ne, die Dinger. Ich meine, als Notch hast du die zwar mal gebaut, aber auch nur, weil du es in der einen Mission musstest. Danach im Prinzip nie wieder, weil die Dinger haben einfach nichts gedacht. Konstruktion abgeschlossen. Ja, ja. Ich baue sie halt mal. Wenn man sie in riesigen Massen baut, da auch sind sogar was. So, und jetzt fahre ich mich alle wieder dahin. Du bist gleich fertig nach einem Artefakt, Junge. Oh, guck mal, ich kann noch ein Stück näher fahren und noch ein Stück und noch ein Stück. Oh, scheiße, jetzt habe ich es aufgenommen. Oh, fuck. Ey, wenn das der Chef sieht, ne? Oh, dann ist vorbei. Konstruktion abgeschlossen. Hä? Ah, die bauen sich schon schnell wenigstens. Nein, ich will keine Cyborgs bauen. Warum baue ich keine Cyborgs? Dann, warum baue ich die nicht? Ich soll welche bauen, ne? Sind Cyborgs gut? Wahrscheinlich. Ich baue keine, also sind sie gut, ja. Egal. Konstruktion abgeschlossen. Ich brauche noch Luftabwehr. Konstruktion abgeschlossen. Fahrt mal dann weg. Das muss ich jetzt wegen versetzt bauen, so ein Scheiß. Egal. Hätte schöner neuner Block werden können, ne? Naja. Konstruktion sowas soll ich mal halt vorher anschauen. Aber so neuner Block, das ist schon scheinlich aus. Ich kann nicht richtig sprechen, denn ich bin ein Idiot. Ich habe nur einen Baumschulabschluss. Bei Dr. Ast, falsch, Lehrer Ast, Frau Ast. Ach, könnt mich alle machen. Konstruktion abgeschlossen. Was zur Hölle? Ach so, weil er steckt das. Abgeschlossen. Können wir noch irgendwas erforschen? Nein. Neues Video? Nein. Gut. Wo stelle ich die hin? Lass ich da stehen. Lass ich euch da stehen. Warum nicht? 7 Lancer, 9 Luftabwehr. So sicher sei das sonst Dingsbo. Ja, gut, vielleicht da unten. Ja, doch, doch, nee. Nee, nicht wirklich. Nö. Eins hat's immer nicht geschafft, da hinzukommen. Nein, halt. Dann, wo habe ich euch jetzt hingeschickt? Egal. Ihr bleibt schön da. So, Commander sind alle voll. Oh, und so schön weit befördert. Oh, herrlich. Läuft doch ganz gut. Dann überschreiben wir jetzt erstmal nochmal alles. Warum auch immer. Einfach so aus Spaß. Weil wir es können. Ah. Lalala. Und. Treibung machen. Beenden die Mission. Endlich. Artefakt wurde gefunden. Missionsziel erreicht. Anfänger, Profi, Veteran, yeah, bald hab ich Elite. Held. Das wird lange dauern. Das wird verdammt lange dauern. Spiel fortsetzen. Missionsbesprechung beginnt. Commander, es scheint, dass das Kollektiv gefährlicher ist, als wir dachten. Daten aus der Basis des Kollektivs weisen auf die Anwesenheit eines Nexus-Eindringlingsprogramms in ihrem Computersystem hin. Bevor sich Nexus selbst abschaltete, erhielten wir folgende Nachricht. Krieger des Kollektivs. Ich suche die Position der Nesta-Zentrale. Sie liegt irgendwo auf eurem Territorium. Findet sie für mich und ich werde euch mit weiteren Waffen für euren Kampf gegen das Projekt ausstatten. Dies sind beunruhigende Nachrichten in Sachen Nesta, Commander. Nesta-Informationen folgen. Nesta ist die North American Strategic Defense Agency. Die Nesta wurde im Jahre 2076 gegründet, um Nordamerika gegen konventionelle und nukleare Angriffe zu verteidigen. Im Jahre 2085 feuerten die Nesta-Satelliten ihre Atomraketen auf die Erde ab und verursachten den Kollaps. Es ist nicht bekannt, ob alle Nesta-Raketen abgeschossen wurden. Einige könnten immer noch dort oben sein. Es gab auch bodengestützte Einrichtungen. Viele von ihnen wurden während des atomaren Gegenschlags zerstört, aber es werden immer noch einige dort draußen vermutet.
Die Nesta-Satelliten verfügen auch über Impulsleser, die Nordamerika anfliegende Raketen zerstören sollten. Während des Gegenschlags versagten diese Lasersatelliten. Alle auf Nordamerika gerichteten Raketen trafen ihre Ziele. Sollten diese Lasersatelliten wieder in Betrieb genommen werden, können sie Bodentruppen große Schäden zufügen. Die Nesta-Satelliten sind seit dem Kollaps inaktiv. Wir wissen, dass Nexus die Nesta-Zentrale im östlichen Sektor sucht. Diese war eines der bodengestützten Kontrollzentren für die Satelliten. Wenn die Zentrale intakt ist und in die Hände von Nexus fällt, kann Nexus die Satelliten kontrollieren. Nexus behauptet, schon einmal die Welt zerstört zu haben. So wie ich einst die Welt mit Feuer gereinigt habe, werde ich euch und euer lächerliches Projekt zerstören. Wir müssen sicherstellen, dass das nicht noch einmal passiert. Ende der Nesta-Informationen. Commander? Informationen aus der Basis des Kollektivs deuten darauf hin, dass ein feindlicher Gefechtsführer eine Lieferung von Nexus an dieser Stelle einsammelt. Die Transporter fliegen Sie zur Landezone. Löschen Sie den feindlichen Commander aus und bergen Sie die Lieferung. Kehren Sie anschließend zur Landezone zurück. Missionstimer aktiviert. Was habe ich vorhin gesagt? Irgendwas mit, dass der Feind Atombomben bekommt und Laser? Ich hasse mich selbst gerade. Nein! Nein, irgendwas von den beiden kriegt er doch bestimmt, oder? Ja, er wird ja 2 Sekunden vor mir da sein und dann schon die ultimativen Waffen gleich kriegen. Hyperschnellfeuermechanismus für Maschinengewehre. Okay. Ich brauche jetzt erstmal meinen besten Commander. Ich brauche auf jeden Fall rein da mit dir. Geil. Geil. Warum habe ich das vorhin gesagt? Warum habe ich denn einfach meine Schnauze gehalten und gesagt, der kriegt Flöhe. Flöhe, der Gegner kriegt Flöhe. Nein. Ich muss ja mit irgendwas mit Atombomben und so anfangen. Ja, genau. Was ich mir schon immer gewünscht habe. Feind, der mit Atombomben auf mich schießt. Ja, warum nicht? Warum denn nicht? Das ist schon dabei. Macht doch heute sogar jeder. Puh. Toll. Toll. Vater, nein. Dich nehme ich mit. Nur noch 2. Dich kann ich noch mitnehmen. Dich nehme ich noch mit. Oh, bewegt euch mal wegen. Dauert doch überhaupt nicht lang. Na, macht hin, ey. Was? Wie spät? Ach du Scheiße. Okay, da werde ich jetzt mal wegen Feierabend machen und. Das schauen wir doch schnell an. Das ist aber eine kleine Map. Ja, da will ich erstmal Feierabend machen, wegen alte Folgen hochladen, wegen was konvertieren. Verdammt, das Spiel ist schon wieder so lang. Oh, wie geil. Mercer, Lancer. Oh ja, das wird ein Heidenspaß. Das wird ein Heidenspaß werden. Aber nicht jetzt, nein. Ich freue mich schon drauf. Ja, genau. Ich freue mich schon drauf, wenn der Gegner mich mit Atombomben und Lasersatelliten beschießt, oder? Kann er mich damit auch auf den Boden erschießen? Wahrscheinlich, naja. Man kann Raketen mit abfangen, also kann man auch mal eine Panzer mit ausradieren. Egal. Das werde ich mir. Ich werde es noch früher genug herausfinden, ob er den Satelliten noch auf meine Einheiten schießen kann. Er wird es können, ich weiß es einfach. Bis dahin. Dauert so ein wenig, hoffe ich, ein wenig länger. Egal, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.